Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Range Sim mit der Fanny in der zweiten Staffel. Ach, ist das schön hier, ne? Man steht hier auf der Veranda und man kann ein bisschen so in die Ferne schweifen. Ja, was denn los, Billy? Komm her. Oh. Das ist so drollig, oder? Das ist so drollig. Schade, dass man das nicht von vorne sehen kann, bin ich ganz ehrlich. Ja, willst du auch gestreichelt werden? Ja, ist ja gut. Ah, meine schönen Tiere. Ich liebe sie. Wo ist denn jetzt mein Schäferhund? Hey. Oh. Ja, was los? Sag mal, habe ich dich gar nicht benannt? Wo ist denn eigentlich mein anderer? Wo ist denn eigentlich mein anderer Hund? Ach, nee. Ach du Scheiße. Hat jemand meinen anderen Hund gesehen? Oh nein. Ach doch, da ist er doch. Ach Gott sei Dank, ich dachte schon, der wär weg. Ich dachte, du wärst weg, mein Freund. Ja. Sehr schön. Okay, genug gestreichelt. Oh nein, warte mal, Lili habe ich noch vergessen. Warte mal, wenn schon, denn schon. Wo ist denn meine Lili? Wo ist meine weiße Katze? Lili, wo bist du? Ach, da bist du ja. Komm her. Komm her. Oh. Ja. Sehr gut. So, jetzt habe ich alle gestreichelt. Jetzt ist alles gut. So, hier muss ich wieder ein bisschen auffüllen. Okay, super. Oh, wartet mal. Erstmal gucken, was hier mein Futter sagt. Alles gut. Und da oben auch? Macht keinen Blödsinn hier. Ja, ist soweit alles in Ordnung. Alles soweit gut, alles soweit gut. So, einmal nach Futter gucken. Na, ihr? Geht's euch gut? So, und wenn ich schon dabei bin, Fohlen anschauen. Naja, so fohlig sind die nicht mehr, ne? Die sind schon, glaube ich, gewachsen. Ja, guck mal. Fast so groß wie die Mami. Ach, mit denen kann man immer noch nichts machen, ne? Du bist doch... Ach, ich dachte... Was ist denn mit dem passiert? Warum ist denn der tot? Oh mein Gott, das ist jetzt aber echt gruselig. Ist das eklig? Warum ist denn der tot? Boah, ist das widerlich, Leute. Ihr sterbt ihr, wenn ihr an Allzeit oder was? What the fuck? Okay, also ich bin jetzt. Irgendwie habe ich auch so das Gefühl, hier stimmt irgendwas mit meinen Futtergrippen nicht. Alle Tröge füllen. Äh.
Irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie wird das hier nicht gefüllt, habe ich so das Gefühl. Wartet mal, wie ist denn das, wenn ich das jetzt da fülle? Mann, jetzt ist mein Pferd tot. Naja, gut, hier sieht man es jetzt auch nicht. Also irgendwie, Oh mein Gott, ey, das sah aber auch echt widerlich aus, oder? Was sagt ihr denn dazu? Oh mein Gott, ist das eklig. Wirklich, das war so widerlich. Wisst ihr was? Ich kaufe jetzt Neues. Oh mein Gott. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ach so, wartet mal. Ich wollte mal kurz gucken. Wildlife, ich benenne es nochmal so. Moment, weil Wild, nee, nicht so Wildlife. Und jetzt nehme ich das noch mal an. Aha, genau, jetzt habe ich nämlich ein Achievement bekommen. Oh, ist das eklig. Warte mal, wie viel Geld habe ich denn? 21.000. Ich brauche ein Männchen. Überspringen. Komm, ich will's haben. Gib mir das per Schwarze. Schwarze. Hallo, hört auf zu bieten. Oh, 7.000. Ihr habt ja wohl einen Knall. Hallo? Das ist das teuerste Pferd hier im Stall anscheinend. 8.000 jetzt schon. Mir gehört es jetzt. Okay, wunderbar. Besser ist. So, okay. Oh, das ist übel. Wow. Gott, ich kann nicht reiten, Leute. Ich kann es einfach nicht. Ich habe irgendwie mit der Maus arge Probleme. So. Wartet, wartet, wartet. Wartet, wartet, wartet. Absteigen. Und jetzt mit H. Ja, du folgst mir jetzt, ne? Sehr gut. Aber ihr sollt mir nicht folgen. Könntet ihr mal bitte, ich weiß ja, ihr seid neugierig, was hier für ein Prachtjunge hier vor der Tür steht. Aber könntet ihr mal bitte mal weggehen? Jetzt wollen die hier nicht weg. Ich glaube, ich spinne. Okay, jetzt. Boah, ich gehe da schon wieder falsch rein. Nee, lass mich durch! Bevor die hier rauskommen. So. So, perfekt. So, ich hoffe, dir geht's gut hier. Also, das war jetzt wirklich. Boah, ich komme darüber nicht hinweg, ne? Ich komme darüber einfach nicht hinweg. So, jetzt habe ich natürlich wieder. Ach, ich habe 131.300. Nein, Quatsch. 13.133 habe ich jetzt. Mein Gott, ey, ich kann auch keine Zahlen mehr lesen. Aber irgendwas stimmt hier mit meinen Silos nicht. Muss ich den vielleicht noch mal abbauen?
Es macht mir so ein bisschen Sorgen. Um ehrlich zu sein. Ich bin ganz traurig. Ach, die Folge, ich sag euch. Unverhofft kommt oft, ne? So, hier haben wir ja meinen Wald. Und ich war fleißig und habe hier auch noch mal ein bisschen was gepflanzt. Ist aber noch nicht so weit. So, wartet mal. Ich habe hier ein bisschen was drin. Ach komm, wisst ihr, ich kann ja das benutzen. Ich habe ja genug. So. Ich habe doch genug Holz. Alles gut. Weil ich möchte natürlich auch meinen Schriftzug fertig kriegen. So. Ich muss mich jetzt ablenken. Boah, ist das übel. Mein Pferd ist tot. Das fand ich jetzt echt nicht nett. So, wir machen mal, ich versuche mal hier das Ganze jetzt mal leer zu kriegen. So auf die Schnelle. Müsste eigentlich schnell gehen. So. Mit meiner Turbosäge hier. So, gleich rein da. Seht ihr mal, so schnell kann es gehen, ne? Einfach jetzt da noch schnell rein. So, und einmal hier noch. Genau. Guck mal, wir haben schon über die Hälfte leer. Ist euch das mit den Pferden auch schon mal passiert? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ich bin jetzt wirklich echt traurig, ne? Und vor allem, das sah so widerlich aus. Ich komme überhaupt nicht drüber hinweg. Können die wirklich an Altersschwäche sterben hier in dem Spiel? Das ist mir irgendwie auch neu. Und ihr wisst, ne? Ich bin schon seit ganz, ganz langer Zeit hier in dem Spiel aktiv. Also eigentlich von Anfang an, ne? Seitdem es rausgekommen ist. Ich habe schon alles hier miterlebt. Ich bin schon ein alter Hase. So, guck mal, 6 Stück haben wir nur noch. Das ging doch ratzfatz. Ratzfatz ist hier alles leer. Na, komm schon. Da habe ich irgendwie nicht gut reagiert gerade, aber ist ja nicht so schlimm. So, 2 Stück noch. Und dann gehen wir das noch verbauen. Ich muss mich jetzt echt ablenken, ne? Das wird jetzt echt... Was ist denn jetzt passiert? Wo ist denn mein Holzstamm hin? Ach so, den habe ich hier wieder reingemacht aus Versehen. Ups. So. Ah, okay. Knutschkugel. Oh, es regnet. Habe ich ja gar nicht mitbekommen. So. Nein. Ja, ich bin jetzt nicht mehr bei der Sache. Aber wobei, wartet mal. Wartet mal. So. Und crash doch nicht daran. Das war jetzt auch irgendwie semi... Ja, das war nicht das, was ich eigentlich wollte. Wow, das war auch nicht, was ich wollte.
Ein bisschen schräger. So, das, so wollte ich es. Genau so. Naja, so ähnlich. So, dann einmal rein da. Also ich muss aber sagen, die Säcke kriegt das hier aber schöner hin mit der Stapelung, ne? Das ist so, ich sag euch, alte Sachen sind nicht immer die schlechtesten. Es gibt Vor- und Nachteile und ich lasse schon wieder die Bretter feilen hier. So. Dann nehme ich auch noch ein bisschen Metall mit, wenn ich dran denke. So, kriege ich das auch noch hier rein? Ja, ne? Fanny ist Profi. Boah, ist das also wirklich mit dem Pferd, ne? Das ist, lässt mir jetzt irgendwie echt keine Ruhe. Entschuldigung, wenn ich euch damit ein bisschen nerve gerade, aber... warum nimmst du jetzt den Kanister in die Hand? Fanny, weil du doof bist, ne? Weil die Fanny einfach blöd ist. So, genau. Ach so, falls es noch jemand nicht mitbekommen hat, zurzeit mache ich ja ein neues Let's Play auf meinem Kanal. Und zwar Crime Scene Cleaner. Das läuft jetzt immer auf den Slot, wo ursprünglich mal Grounded gelaufen ist. Und Grounded mache ich jetzt immer im Wechsel zu Supermarket Simulator. Einfach, weil ja, ich sonst keinen Slot mehr frei habe. Es ist wirklich, ich mache gerade, glaube ich, 6 Spiele, ne, pro Tag. In der Regel. Ihr wisst ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, und dann habe ich jetzt überlegt, ich mache den Grounded halt erstmal alle 2 Tage und eventuell auch am Wochenende. Das weiß ich jetzt aber noch nicht, ne? Weil ein bisschen Freizeit würde ich mir auch noch gönnen wollen. Obwohl ich ja am Wochenende nicht immer frei habe. Eigentlich selten. Aber ich muss halt gucken, wie ich das irgendwie zeitlich hinkriege, ne? Ranch Sim wird ja auch nicht ewig laufen, das wissen wir alle. Weil ich mache das ja eigentlich immer nur, solange halt die ganzen Updates kommen oder nicht kommen. Ach, wie auch immer, ihr wisst schon, was ich meine. So, wo habe ich denn jetzt hier aufgehört mit Metall? Hier. So. Genau. Kann man da ran? Ja, kommen wir. Habe ich jetzt hier alles rein? Ich denke, ne? Ja, ich glaube. So, dann machen wir erstmal hier Metall überall rein. Perfekt. So, dann hier noch. So, jetzt dürfte ich eigentlich alles mit Metall versetzt haben, oder? Versetzt? Was? Ach, ich weiß auch nicht. Okay. So, dann einmal weitermachen hier. Dann haben wir nämlich das A auch gleich fertig. Irgendwie muss ich trotzdem noch an mein Pferd denken. Oh Mann. Trotz allem, ich versuche mich abzulenken, aber es klappt irgendwie nicht. So, das. Das S dürfen wir auf jeden Fall fertig kriegen, ne? Denke ich. So viel Holz habe ich jetzt auch nicht hier im Schlepptau. Ah, da geht schon ordentlich was drauf, ne? Das braucht man gar nicht glauben. So. 4 Stück, glaube ich, noch, ne? Also 2 von diesen Stacks. Ah, ne, 3 sind das nur noch, okay. So.
Na, guck mal, das war schon beim I. Bei dem I. Sehr schön. Das reicht. Für das I reicht das noch, glaube ich, ja. Müsste reichen. Ach, super. Dann haben wir nur noch zwei Buchstaben, ne? Ja, dann haben wir nur noch zwei Buchstaben. Ne, drei. Gott. Phantasiens kann ihren Namen nicht schreiben. So, schaut mal. Ist doch schon mal echt cool. So, dann nehmen wir Metall wieder mit. Komm, das nehmen wir auch mal mit. Den einzelnen. So. Okay. Hoppala, und runter. Oh Gott, Bruchlandung. Naja, okay, das war gekonnt. Ich sag euch, das war jetzt gekonnt. Das auch. Das war gewollt. Ja, ich wollte euch nur mal zeigen, was passiert, wenn man gegenfährt. So, wartet mal, ich bring mal kurz mein Metall weg. Die Hütte mag ich auch sehr gern. Deswegen steht sie auch da. Okay, so. Na? Ihr Klapsjulen, ihr? Also dieser Stall ist echt noch ganz schön buggy. Oh, da rollen doch tatsächlich die Eier runter. Ich glaube, ich spinne. So. Ist hier drinnen noch Dreck? Nee, ne? Nein, nein, nein. So, meine kleinen Zuchthühner. Achso, nee, ich lasse die mal liegen. Dann kommen auch wieder ein paar Küken. Eventuell. Unbefruchteten sind da sowieso hier drin. So. Genau. So, wartet mal, meine Lieben. Ich würde jetzt tatsächlich die Eier einfach mal hier so hinlegen. Ah, die sind anscheinend nicht befruchtet, weil mich kein Huhn angreift. Nein. Die sind nicht befruchtet. Oh, doch, die ist... Oh, ja, ist ja gut. Eins war befruchtet. Nun denn. So. Dann tun wir das Brett mal hier mit rein. Genau. Was sagen denn meine Sägen? Die sind wieder fast leer. Aber ist ja kein Problem. So. Dann hätten wir das auch. So, was sagen denn meine Bäume hier? Ja, zwei. Drei. Zwei. Zwei sind schon fertig. Okay, super. Ja, viel ist ja nicht mehr zu machen. Ich werde nochmal hier nach dem Futter gucken. Genau, hier einmal auffüllen. Perfekt. Achso, hier sollte ich nochmal reingucken, ne? Ja, komm, wir düngen nochmal. Ich weiß zwar nicht, was der Dünger bringt. Also irgendwie ist heute ist irgendwie alles ein bisschen komisch. Hm. Ich bin echt traurig. So. Ach so, da steht... Oh, ja, okay. So viel dazu. Ach, was soll's.
So, die sind auch bald reif. Alles klar. Bald sind sie reif. So, dann gehen wir hier nochmal gucken. Nachfressen. Okay, hier ist voll. Aber da vorne wahrscheinlich nicht. Oh, ich wünschte, es würde auch mehr Dekoration geben und Möbel vor allem. Das wäre so cool. Naja, und halt Baumaterialien. Also nicht Materialien, sondern Bauvarianten, ne? So an Wände und sowas. Das wäre echt cool. Oh, ich mag jetzt hier gar nicht gucken, ey. Das Ding füllt sich nicht auf. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Mir macht das echt ein bisschen Angst gerade. Vielleicht muss ich tatsächlich nochmal das Silo abbauen oder so. Aber Essen ist alles voll. Trinken eher weniger. Also ich weiß nicht. Ach, guck mal, die haben sich alle lieb. Er hat ja jetzt, ne, die Fohlen alle adoptiert. Ah. Oh, oh, es wird Liebe gemacht. Das habe ich gesehen. Ja, ja, sie ist jetzt... Sie ist schwanger, okay. Wunderbar. Gut, meine Lieben, dann, wie gesagt, würde ich jetzt die Folge beenden. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es euch auch schon mal passiert ist, dass euch ein Pferd einfach so weggestorben ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist es verhungert, vielleicht verdurstet, vielleicht liegt es an meinem Futtertrog dort oder an meinem Silo. Ich habe keine Ahnung. Ja, wenn ihr vielleicht was wisst oder so, dann... schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich für meinen Teil bin auf jeden Fall sehr, sehr traurig. Es sah aber auch eklig aus, das muss man schon mal sagen. Ja, das sah wirklich nicht schön aus, wie das da so rumgebackt ist in dem Moment. Also das war echt nicht schön, aber ist nun mal nicht zu ändern. So abgespeichert habe ich. Und in der nächsten Folge, ja, kümmern wir uns dann weiter um meine Ranch, würde ich sagen. Macht es gut, meine Lieben. Habt einen super schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.